Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich ein ganz wunderbares Panel jetzt hier gleich moderieren darf. Vielleicht darf ich ganz am Anfang noch mal ganz kurz sagen, wer ich eigentlich bin und warum ich heute hier sitze. Mein Name ist Inga Höldmann. Ich bin von Hause aus eigentlich Wirtschaftsjournalistin und beschäftige mich mit allen Themen rund um neue Arbeit, moderne Führung, Kulturwandel in Unternehmen. Das sind meine Themen. Und ich habe außerdem vor ungefähr 1,5, 2 Jahren die Accelerate Academy gegründet. Das ist eine Plattform für neue Arbeit und neues Lernen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier mit meinen Gästen über neues Lernen sprechen darf, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, das mich sehr, sehr umtreibt. Also tatsächlich die Frage, wie bekommen wir das Wissen, das wir in Zukunft brauchen werden in den Unternehmen, wie kommen wir das überhaupt da rein? Die zweite große Frage ist, wie bereiten wir Menschen auf Aufgaben, auf Jobs, auf Jobprofile vor, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie sie aussehen. Also wenn wir zum Beispiel in die Schulen gucken, dann ist es so, dass da Schüler sind, die heute ausgebildet werden, für Jobs, von denen wir noch nicht mal wissen, dass sie in Zukunft existieren werden. Und insofern ist das eine große Herausforderung. Wir wollen heute aber nicht über schulische Bildung, Aus- und Fortbildung sprechen, sondern tatsächlich über organisationales Lernen. Das heißt, die Frage soll sein, wie werden wir in Zukunft in Organisationen lernen und wie sollten wir das in Zukunft aufstellen? Das heißt, es ist so eine zweigestaltige Frage sozusagen, also einmal, was müssen wir in Zukunft lernen? Und die zweite Frage ist, wie sollen das überhaupt aussehen, also in welchen Formaten? Ich freue mich sehr, dass ich 3 Personen hier heute an meiner Seite habe. Das ist Corinna Vogt, ganz zu meiner Linken. Corinna Vogt ist seit 2012 bei der ING. Wahrscheinlich kennen viele von euch, die noch als ING DiBa, also die Bank, im Bereich HR tätig. Und sie ist dort zuständig für Talententwicklung, Learning und Recruiting. Schön, dass du heute da bist. Danke. Vielleicht noch ganz spannend, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Die ING ist seit September die erste komplett agile Bank. Und was das bedeutet und wie man so ein Projekt umsetzt, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Aus meiner Perspektive links, aus eurer Perspektive rechts daneben sitzt Roman Götter. Hallo. Roman ist seit 2006 Leiter der Fraunhofer Academy und er leitet die Geschäftsstelle in der Zentrale der Fraunhofer Gesellschaft in München. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Die Fraunhofer Academy beschäftigt sich sehr stark damit, welchen Weiterbildungsbedarf die Unternehmen im digitalen Wandel haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Forschung und Unternehmen. Also wie kommt das Wissen aus der Forschung dann in die Unternehmen rein? Wie können Lernformate aussehen? Genau so. Und die 3. Person im Bunde ist Katrin Thieme-Wagner. Sie ist seit 2016 bei der Haufe Group. Und sie leitet die Management Consultancy bei Haufe, das heißt, sie berät Unternehmen zu neuem Lernen, Organisationsentwicklung, digitaler Transformation und HR-Strategie. Schön, dass du da bist. Finde ich auch, danke. Tatsächlich würde ich meine erste Frage auch direkt an dich stellen. Und zwar würde ich gerne relativ breit einsteigen, nämlich tatsächlich mit der Frage, wie muss sich denn unser organisationales Lernen für die Zukunft verändern? Ich würde einen Gedanken von heute Morgen ganz gerne aufnehmen, wo ja auch schon über Digitalisierung und Lernen gesprochen wurde. Und ich glaube, das war Janina, die gesagt hat, die Unternehmen haben zwar begriffen, dass die Digitalisierung da ist und auch nicht mehr weggeht, sie haben aber noch nicht genau begriffen, was es für sie heißt, also einmal vom Geschäftsmodell her und so weiter. Noch viel weniger, glaube ich aber, haben sie verstanden, wie sie die Belegschaft dazu fit machen. Und ich glaube, dass es deswegen ganz wichtig ist, dass es eine Standortbestimmung gibt von den Unternehmen, dass sie sich anschauen, wohin wollen wir und wie nehmen wir wen mit und wen nehmen wir vielleicht auch von außen dazu. Das ist das eine, also die strategische Ausrichtung von dem, was gelernt werden soll und wie gelernt werden soll. Das zweite, was ich denke, was sich ändern muss, ist, die Kultur, die Lernkultur, also solange jemand gedisst wird, wenn er am Arbeitsplatz ein Video anguckt, womit er lernt, aber wo die Kollegen dann sagen, du hast ja nichts zu tun, du guckst dir ein Video, dann läuft was schief. Und ich denke auch, dass sich die Rolle von HR sehr stark wandeln muss, also weg von dem Gatekeeper, selber zu wissen und zu regeln, was tatsächlich wie gelernt wird, mehr hin zu vielleicht sowas wie einem Katalysator. Und bei der Frage, wie gelernt werden sollte,
glaube ich, muss ein Wandel stattfinden, wenn man überlegt, dass ungefähr 10%, nur, also nur die Spitze des Eisberges, durch formelles Lernen passiert und die anderen 90% durch informelles Lernen, also wo es darum geht, voneinander zu lernen und sehr arbeitsplatznah zu lernen, dann ist das sehr verwunderlich, dass das Budget im Grunde genommen genau anders verteilt ist. Also ich habe neulich mit einem Konzern aus Bonn gesprochen und da gibt es ja mehrere und die haben das dann tatsächlich auch nochmal bestätigt. Also sie geben 80% für formelles Lernen aus, also tatsächlich Trainings und Workshops. Trainings, Trainings und E-Learning und Blended, wenn es gut läuft. Ne? Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden, nicht nur was das Budget anbelangt, sondern was einfach das Investieren der Unternehmungen in Lernen anbelangt. Also dass das andere wirklich erschlossen wird, weil sonst wird es gruselig. Roman, ihr arbeitet im Bereich Corporate Learning. Ja? Das heißt, was ihr macht, ist, dass ihr tatsächlich so handgeklöppelte, hätte ich fast gesagt, so handgedrechselte Sachen den Unternehmen anbietet. Warum ist denn das heute so? Und auch verbunden mit der Frage, war das nicht eigentlich schon immer so, dass wir nicht vorher so getan haben, als wenn wir irgendwie eine Lernlösung sozusagen auf ein Unternehmen ausrollen könnten? Aber dass es heute ja eigentlich so ist, dass wir gucken müssen, okay, was ist das, der spezifische Bedarf des Unternehmens und wie muss der aussehen irgendwie? Das heißt, meine Frage an dich, wie sehen denn diese spezifischen Lösungen aus für die Unternehmen? Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, was ihr macht für die Unternehmen. Spezifische Lösungen sind natürlich immer auf die Größe der Firma, auf die Branche der Firma, aber auch auf den Veränderungsbedarf eben ausgerichtet. Und ich glaube, da sind die Unterschiede. Wenn das vorher eben graduell war, es kamen neue Leute hinzu, da gab es vielleicht gewisse Einarbeitungspläne. Im Prinzip war es aber etwas, was man nachher als eine erfolgreiche Firma irgendwo gelernt hatte. Vielleicht kann man es vergleichen mit dem neuen Golf. Dann gab es einen Golf 1, da gab es einen Golf 2, jetzt sind wir bei Golf 8. Aber jetzt sagt VW ganz deutlich, der nächste muss gravierend anders sein. Und wer die ersten Berichte hört, sagt, ja, er ist gravierend anders. Er hat zwar ungefähr die gleiche Größe, aber es ist ein vollkommen anderes Auto. Und weil die Veränderungsprozesse so grundlegend anders sind, ist natürlich auch die Wichtigkeit des ganzen Verfahrens. Und da muss natürlich HR nicht nur im klassischen Sinn bei der Einstellung aufpassen, sondern sie müssten auch, oder alle müssten eigentlich zu Akteuren werden. Das ist nicht mehr, die eine Abteilung macht es und die andere nicht, sondern alle müssen mitdenken, zu erkennen, was sind die Herausforderungen. Ja, da ist schon viel gehört worden, ja, akzeptiert worden, das wird nicht mehr weggediskutiert. Aber dann, wie ist meine konkrete Lösung? Ja. Und die ist dann sehr unterschiedlich. Eine Herausforderung für eine Microsoft war eine andere, als jetzt eben, das ist jetzt unser konkretes Beispiel, für einen Kabelhersteller aus dem Schwarzwald, mehr oder weniger, der sagt, naja, wenn Digitalisierung heißt, wir brauchen keine Kabel mehr, könnte es bedeutend für uns sein. Ne? Und dann muss die Firma nicht wissen, wie ist ihr Geschäftsmodell, wie nehme ich meine Leute mit und was muss ich denn tun? Wissen die Unternehmen denn, was sie brauchen oder denken die Unternehmen, dass sie wissen, was sie brauchen? Also müsst ihr da auch ein Stück weit Übersetzungsarbeit leisten? Ja, selbstverständlich. Also es ist, glaube ich, bei allen Dingen, die wir tun, auch für uns selber. Wir müssen verstehen, was die Firma uns gerade sagt. Ab und zu ist das, was gesagt wird, nur die Hälfte der Medaille. Das wirkliche Problem liegt dahinter. Anderer großer Automobilhersteller hat eben gesagt, ja, Elektromobilität, Leichtbau und so weiter. Es war ein riesen kultureller Clash zwischen denen, wir verdienen das Geld und ihr gebt es aus. Und dann ging es nicht darum, ne? Und dann die mitzunehmen und diese Impulse zu spüren. Und dann ist die Frage, ob man auch selber beweglich genug ist, hat man die richtige Idee? Denn es ist keine einfache Aufgabe. Beweglich sein, weil ich wollte jetzt sowieso auch Corinna das Wort ergreifen, weil Katrin hat es auch schon gesagt, du hast gesagt, welche Rolle wird HR in Zukunft bei diesen Transformationsprozessen spielen? Mhm. Ihr selber, ich hatte es gerade gesagt, ihr seid seit September die erste komplett agile Bank. Ja. Und nun ist es ja so, dass man nicht sagen kann, so jetzt sind wir agil, sondern da war ja auch ein langer Prozess davor. Du hast mir gesagt, 20 Monate habt ihr daran gearbeitet. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie das euch gelungen ist, diesen Prozess tatsächlich aufzusetzen und vor allem, was auch im Laufe dessen passieren musste, was sozusagen die Mitarbeiter dabei lernen mussten. Also wir haben binnen 20 Monaten die gesamte Bank umgebaut.
Und der Begriff agil, Agilität ist ja mittlerweile wirklich fast was Umgangssprachliches geworden. Bei uns bedeutet das, dass wir die komplette Aufbauorganisation verändert haben. Also wir haben keine Abteilungen, Bereiche, Referate oder so mehr, sondern wir haben halt Chapter, Circles, Super Circles, Tribes etc. Und das heißt eine sehr viel flachere Hierarchie. Und wir haben auch die Fachbereiche, häufig die Produktbereiche mit IT zusammengeführt, sodass viel stärker Hand in Hand gearbeitet wird. Das haben wir in drei großen Tranchen gemacht und jetzt sind wir mit allen drei Tranchen sozusagen gut 4000 Leute in Deutschland mit der agilen Transformation fertig. Dazu gehört natürlich auch Arbeiten mit neuen Methoden, Kanban, Scrum etc., Arbeiten mit vielen bunten Zettelchen und Portfolio-Walls etc. an allen Ecken und Enden, eine Veränderung der Bürostruktur und so weiter und ganz, ganz viel Mindset. Also Neugier auf Veränderung, auch für viele, glaube ich, ein Riesenschritt, sich mal einzulassen auf so einen Prozess. Ich würde mal sagen, bis vor 5 Jahren hatten wir immer noch den Anspruch, wann immer wir eine Veränderung umsetzen, dass wir den Leuten dezidiert vom Tag der Kommunikation aus sagen könnten, so wird's und das machst du zukünftig. Und das ist hier nicht so gewesen. Natürlich hat jeder seinen Platz bekommen, aber dann fängt man an zu laufen und man fängt an, mit diesen Methoden zu arbeiten. Und das läuft bei jedem Team letztendlich anders. Alles unterstützt durch agile Coaches. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist erstmal, das dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, bis man wirklich in diesem neuen Rhythmus drin ist, auch in diesem neuen Rollenverständnis drin ist, sowohl für die Mitarbeiter selber im Team als auch als Führungskraft braucht einen Moment. Und ich glaube, das ist das, was jeder lernt, sich auf so eine Veränderung einzulassen. Und es ist jetzt eine Veränderung auf ganz, ganz vielen Ebenen. Dadurch, dass man viel, viel stärker im Team arbeitet, morgens ein Daily macht oder zumindest zweimal in der Woche kurz zusammenkommt, ist einfach transparent. Wer macht was und auch bei dem Folgemeeting, warum ist was nicht erledigt worden? Das macht schon was mit einem Team, darüber zu sprechen. Das heißt eine viel höhere Transparenz, viel mehr Kommunikation, aber auch die Fachlichkeit verbreitert sich, weil eine Mitarbeiterin bei mir hat das mal sehr schön beschrieben, die hat gesagt, ja, am Anfang habe ich mir immer die Zettelchen genommen, die mir vertraut waren mit den Aufgaben, die ich kannte. Und jetzt nehme ich mir die Zettelchen, die halt zu tun sind, damit wir gemeinsam als Team durchs Ziel kommen. Du hast gesagt, wir sind jetzt agil. Und nun ist es ja so, dass Agilität nicht heißt, wir gehen von einem statischen Zustand in den nächsten statischen Zustand, sondern was euch ja eigentlich gelungen ist, in einen agilen, in einen beweglichen Zustand zu kommen. Mhm. Wenn du heute auf deine auf deinen Arbeitsalltag, auf eure Arbeitswelt schaust, was sind denn die Formate, in denen ihr gemeinsam lernt, was es heißt, agil zu sein? Also klar, das ist natürlich jeden Tag im Tagesgeschäft. Es ist, Agilität ist aber auch, glaube ich, entgegen vieler Annahmen alles andere als Basisdemokratie. Es ist sehr, sehr strukturiert. Man hat bestimmte Meetingformate wie eben Plannings, Retros, Reviews, Dailies etc., in denen sowohl auf das Was geguckt wird, was machen wir, was nehmen wir uns vor, wie viel schaffen wir, als auch insbesondere beim Retro auf das Wie, wie gut haben wir als Team funktioniert. Und ich meine, wir haben auch bei uns im Unternehmen viele Jahre über Feedbackkultur etc. gesprochen und da macht man es einfach. Ja, also alle 14 Tage Retro, was haben wir erreicht, wie haben wir zusammengearbeitet und was machen wir beim nächsten Mal besser. Das braucht man nicht mehr Feedbackkultur nennen, das ist Feedback. Ist ja drin quasi. Ist drin, genau. Katrin, ihr arbeitet mit Unternehmen daran, ihr helft auch diese Lernformate ins Unternehmen reinzubauen sozusagen. Mhm. Was sind denn, wenn du auf die Spannbreite der Unternehmen schaust, mit denen ihr arbeitet, was sind denn so die größten Hürden oder die typischsten Hürden, denen du vielleicht begegnest dabei? Also eine wesentliche ist, glaube ich, dass häufig Personal und das, was angeboten wird von HR-Lern, mit dem Business nicht so richtig viel zu tun hat. Da gibt es eine ganz erschütternde Studie vom Corporate Leadership Council, wonach so ungefähr ein Drittel der Maßnahmen zieht. Also das heißt, die sind relevant, die sind on time und auch business wirksam. Ja. Und das verwundert aber uns nicht, weil wenn wir mit den Personalern sprechen, hier werden auch sicherlich einige sitzen,
dann fragen wir ja, woran macht ihr denn fest, ob das Lernen klappt bei euch, wie messt ihr das denn? So, und die KPIs, die uns da meistens entgegenspringen, sind dann so und so viele Lernstunden oder abgeschlossene Tests oder Invest in Euros oder welcher Währung auch immer. Und wenn man sich mal überlegt, das sind alles Input-Faktoren, ne? Input-KPIs, der Output wird extrem selten betrachtet. Da liegt, glaube ich, eine Krux. Also Output meinst du, dass die Wirksamkeit hinterher wird? Die Wirksamkeit und dass das dann tatsächlich auch in den Job kommt, liegt zum Teil an diesen formellen Formaten, die man dann eben noch im Transfer überhaupt an den Job bringen muss. Das ist das eine. Dann glaube ich, dass eben die falschen Sachen angeboten werden, also in den falschen Formaten. Und extrem heftig eigentlich auch die User Experience ist, also die Learners Experience. Wenn wir uns mal überlegen, was so unsere privaten Gewohnheiten sind, ne, wir wollen alles relativ zügig, schnell und in kleinen Häppchen und so weiter und genau mit hoher Relevanz. Also ich will genau dann das haben, was ich kriege. Der Lerner ist in den meisten deutschen Unternehmen, also wenn wir reinkommen, dann fragen wir, wo kann der Mensch denn lernen bei euch? Ja, wir haben ein ganz tolles Learning Management System, LMS. So, und das LMS, das ist natürlich was, was Trainings organisiert, mehr oder weniger, und anbietet. Und wenn der Lerner sich dann aber überlegt, er braucht, weiß ich nicht, noch eine bestimmte Thematik zu, nehmen wir an, agilem Arbeiten, dann gibt es noch eine coole Gruppe, vielleicht ein Wollzirkel, haben wir vorhin gehört. Dann gibt es dazu vielleicht noch irgendwelche Informationen auf dem Social Network oder von einem Fachbereich auf irgendeiner SharePoint-Kachel etc. Also was im Grunde genommen passiert, ist, der Lerner hat einen akuten Bedarf, will vielleicht nur 5 Minuten schnell was haben, was ihm beim Arbeiten hilft, denn auch das ist ja schon Lernen, ne? Er will lernen, wie es geht. Und er muss sich orientieren in einem Wust, der sich dem jeweiligen Owner total erschließt, aber der für ihn eine unmögliche Experience ist. So. Und deswegen kümmern wir uns mit unseren Kunden darum, auf einer Plattform diese ganzen Dinge zusammenzuführen und da auch nicht nur Formelles, also nicht nur ein Video, was vielleicht ein Kollege gedreht hat, das ist dann auch schon relativ fortschrittlich, ne? Also User-Generated Content, von den Kollegen hergestellter Content, das vereint und harmonisiert so nach den Bedürfnissen und Bedarfen des Einzelnen, sondern wo es auch gelingt, Transparenz darüber zu schaffen, Mensch, der Roman, der ist doch fit, wenn es ums Thema neues Lernen geht, vielleicht kann ich was von dem lernen. Ach, guck mal, der hat sich als Mentor eingetragen und dann kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, Roman, hätte ich gern als Mentor. Oder zu schauen, wie man Lern-Opportunities, die tatsächlich im Job passieren, anbietet, transparent macht. Deine gerade genannten kleinen Bappal, die machen das ja. Aber sowas dann eben vielleicht unternehmensweit oder bereichsübergreifend, haben wir vorhin vom Martin gehört, ne, dass eine der wesentlichen Sachen ist, wie kriegt man bereichsübergreifende Zusammenarbeit und auch Lernen hin. Ja? Sowas in einer User Experience zusammenzufassen, ist total wichtig. Damit es einfach wird, Lernen einfach machen und sexy. Ja, mein Eindruck ist, dass wir dieses kleine Nugget-Lernen, ja, also diese kleinen Lerneinheiten, also neben unserem Arbeitsalltag sind wir das ja schon total gewohnt. Mhm. Ja, also dass wir halt mal kurz irgendwie uns ein Tutorial auf YouTube angucken oder mal kurz googeln. Ja. Aber in der Arbeitswelt ist es tatsächlich noch so, auch deiner Erfahrung nach, dass wir halt irgendwie da diese Lernerfahrung sozusagen noch ganz anders strukturiert haben. Ja, es gibt, glaube ich, sehr häufig Lernwelten und Arbeitswelten, und das muss viel stärker verschmelzen. Das gibt es, da gibt es auch technologische Lösungen für, Performance Support nennt sich das, wenn man es tatsächlich schafft, mit ganz kleinen Impulsen während des Arbeitens dann weiterzuhelfen, das ist eine softwarebasierte Unterstützung, das funktioniert, aber was auch von unschätzbarem Wert ist, ist einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten und zu sagen, Mensch Corinna, ich habe dich letztes Mal gesehen, da hast du das und das toll gemacht, ich stehe jetzt vor einer ähnlichen Aufgabe, können wir das nicht mal zusammen angehen, ne? Roman, du hast mir im Vorgespräch von einem Projekt erzählt, ich glaube, das passt ganz gut rein. Du hast es genannt, in so einem Nebensatz hast du gesagt, Next Level papierhaftes Zeugnis. Ja, also tatsächlich auch die Frage, also eine Diagnose, die ihr hattet, ist, dass viele Unternehmen auch tatsächlich eine Herausforderung damit haben, wirklich zu wissen und auch zusammenzuführen, was können denn meine Mitarbeiter überhaupt und was haben die denn schon mal gelernt irgendwann? Wie ist denn deine Diagnose da? Wie sieht es in den Unternehmen aus und was könnt ihr zum Beispiel anbieten dafür? Erstmal, natürlich ist in vielen Firmen die Gesamtheit der Mitarbeiterschaft noch eine Blackbox.
Da gibt es auch noch irgendwie Gründe, dass man sagt, ja, ich kann ja gar nicht und dann nicht eine Datenbank habe. Es ist viel diese Offenheit, dass eben man eine Kultur schafft, dass ich ja, so ein Yellow Directory einführe, wo ich eben einfach mich selber oute als ich habe Ahnung. Aber eben nicht nur Ahnung zu, ich weiß, wie die Fertigungsprozesse perfekt gehen, sondern hey, ich spreche Ungarisch, ne? Weil mein Großvater kommt halt daher und ich da immerhin reisen war. Oder eben, ich habe die künstlerische Begabung und so weiter. Wenn ich die andere Seite, meine Mitarbeiter, meine Kollegen einfach als ganze Person kenne und wahrnehme und ich mich dann traue, erst einmal selber zu sagen, ey, ich weiß es nicht. Ne? Und auch eben hierarchieübergreifend, vorhin war es eben auch downward, ne? So dieses Instagram-Ding, ne? Was ist daran eigentlich so toll für dich? Ne? Oder was auch immer. Ne? Wie hast du es auf die Reihe gebracht? Also erst einmal da nicht, hey, ich darf ja nicht fragen. Und jetzt, um dann eine Frage mit den Zertifikaten zu bekommen. Heute ist es immer noch ein komplett papierhafter Prozess. Ich bin stolz auf meine Doktorurkunde. Ich habe die irgendwann an die Wand gehängt vielleicht. Oder ich habe meinen Segelführerschein gemacht. Oder meine Ausbildung als Rotkreuzhelfer. Alles papierhaft. Das ist überhaupt nicht in elektronischer Form erstmal vorhanden oder nicht verknüpft in vielen Fällen. Es gibt Webseiten, wo ich mir ein Zertifikat an der amerikanischen Universität einfach herunterladen kann, ein Faksimile. Ne? Menschen verändern ihre Lebensläufe. Ein Ansatz, der in der Branche viel diskutiert ist, dass man eben dann hier eine elektronische Version Blockchain-basiert macht, das heißt auch wieder komplett dezentral, das heißt viele Akteure spielen in diesen digitalen Lebenslauf hinein und da hört man oft auf, dann bei diesen formalen Zeugnissen, die ich gerade erwähnt habe, aber ich glaube, da wäre es sehr, sehr wichtig, wenn es eben dann möglich wäre, auch die anderen Kompetenzen eben einzubringen. Und der Kompetenzbegriff ist ja durchaus breiter, der eben sagt, welche Art von Problemen habe ich erfolgreich gelöst? Welche Werkzeuge habe ich mir in meinem Leben erarbeitet, um dann in einer vollkommen neuen Situation erfolgreich zu sein? Und das sind durchaus noch Fragen, die offen sind. Also was wir anbieten und auch ein paar andere, und wir aber auch andere einladen, da mit dran zu arbeiten, ist eben jetzt eine Blockchain-basierte Lösung. Denn es sind ja tausende von Anbietern. Und wenn ich das mache, ist das vollkommen langweilig. Dann steht da auf meinem Ding irgendein QR-Code drauf und dann kann man mit dem Handy das überprüfen. Ja, stimmt. Ja, ne? Aber der Wert entsteht erst, wenn es eben dann aggregiert und eben wir gemeinsame Standards haben und es eben eine dezentrale Lösung ist, in der alle interagieren können. Mhm. Und so ist die Bildungsbranche, das ist der Punkt, sowohl mit digitalen Inhalten beschäftigt, mit digitalen Methodiken es zu vermitteln, aber auch ihr Outcome wird auch digital werden, also in dreifacher Form. Darf ich dazu ganz kurz was fragen? Inwiefern willst du das denn aber unterscheiden, zum Beispiel von Digibadges, also, ne, die es ja schon gibt? Also ich mache gerade einen MOOC bei edX, hab die Digibadge und dann adde ich die zu meinem LinkedIn-Profil. Ja. So, was? Das geht in die gleiche Richtung erst einmal. Ne? Jetzt geht es halt nur darum, dass die verschiedenen punktuell standen Standards sich irgendwo zusammenbringen und wie vertrauenswürdig sind die eigentlich. Ne? Denn es digital heißt natürlich auch viel mit Vertrauen zu arbeiten und da, glaube ich, ist noch ein weiter Weg zu gehen und das sind Dinge, die auch noch nicht alle zu Ende gedacht sind. Aber das ist aber nicht auch der Faktor von Agilität. Ich fange nicht vorne an und sage, ich habe jetzt die Lösung, die mache ich jetzt fertig, sondern ich lebe in dem Prozess und gestalte ihn mit. Mhm. Aber tatsächlich nochmal die Frage an dich, Katrin. Die Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, die Unternehmen, in die du Einblick hast, hast du den Eindruck, dass die wissen, was ihre Mitarbeiter können, auch jenseits von Jobprofilen oder... Also ich glaube, die wissen schon, fängt schon so an, dass sie gar nicht wissen, was die gesamte Belegschaft oder zumindest unternehmenskritische Teilbereiche, ne? Ob das jetzt ganze Divisionen sind oder ob das einzelne Profile sind, absolut. Da wissen die schon nicht Bescheid. Ja. Das ist aber essentiell, damit man überhaupt begreift, wohin will ich das Unternehmen entwickeln und dann zu schauen, wo stehen wir denn mit der Belegschaft heute und die Entscheidung, wie im Business zu treffen, make or buy, da sind wir bei deinem Job mehr oder weniger, ne?
Also zu gucken, wen habe ich denn, wen kann ich denn weiterentwickeln, damit wir zukunftsfähig bleiben. Das ist das, was ich jetzt mal als Make und wir vorhin schon als Up- und Reskilling gehört haben. Und dann hast du das bei, also wie du als starke Arbeitgebermarke es schaffst, am Markt Potenzial dazu zu akquirieren. Und das wird aber auch immer enger und du sicherlich da auch ein Buy und dann Make sozusagen überlegen musst. Ne? Mhm. Und was wir dann eben mit den Unternehmen machen, ist, dass wir sagen, es bringt wenig, das haben wir früher bei anderen, haben wir früher selber versucht, als ich noch im Konzern war, so eine Transparenz zu schaffen, nur die Neigung des Individuums, das transparent zu machen, ohne dass der sofort was davon hat, die ist extrem gering. Und deswegen führen wir das dann mit der Lernumgebung direkt zusammen, damit ein Nutzwert entsteht. Denn wenn ich das eintrage, dann kriege ich direkt die richtigen Vorschläge für das, was mich interessiert oder wo ich eben schon gut bin, aber noch besser werden will und wo ich eben Projekte anbieten kann, ne, um anderen dabei zu helfen oder mich selber auf Projekte opten kann, damit ich selber was lerne. Das ist dann dein Zettel, der gelbe Zettel von den Bereichen, wo du was du noch nicht gemacht hast sozusagen. Darf ich die kleine Frage stellen, ist es ein Make-or-Buy oder Make-and-Buy? Es ist ein Make, ein Buy und ein Buy-and-Make. Gut, das ist unsere Erfahrung, also, ja. Weil man einfach wirklich in eine Co-Creation gehen muss, ne? Ja. Weil sonst wird es auch wieder nicht richtig. Aber vielleicht kannst du tatsächlich nochmal Einblick in euren Prozess geben. Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass durch Agilität per se eine Verbreiterung des Wissens stattfindet, ja, weil jeder Mitarbeiter eben durch dieses Planning in Aufgaben reingeht, die er bisher nicht so gemacht hat. Und dadurch wird mittelfristig ein Unternehmen insgesamt flexibler. Das andere, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir mal abseits des Wissens, was ein Mitarbeiter für seinen Job braucht, auch hergegangen sind und gesagt haben, vielleicht haben unsere Mitarbeiter ja auch noch versteckte Talente, von denen wir gar nichts wissen. Ja. Und ich habe bei mir in der Verantwortung sowohl Recruiting als auch Personalentwicklung und wir sind hergegangen und wir haben das mal zusammengefügt. Heißt, wir wissen, wir haben große Schwierigkeiten, wie viele Arbeitgeber auch, all die digitalen Talente vom Markt zu bekommen, die man halt braucht und die da irgendwie nicht sind oder die nicht wechseln wollen. Und irgendwann haben wir gesagt, wir lassen es, das ist halt so, wie es ist und wie können wir kreativ werden. Und ich glaube, jeder kennt bei sich im Unternehmen die Kollegen, naja, zu denen man hingeht, wenn man ein Problem mit Excel hat, wenn man ein Problem mit einer Datenbank hat, von denen man weiß, die programmieren zu Hause, die können vielleicht sogar Apps programmieren, die gibt es einfach, aber von denen weiß man als Arbeitgeber nichts. Das wissen meistens die Kollegen. Und wir haben gesagt, warum nehmen wir nicht mal diese Menschen und versuchen, die zu identifizieren mit einer Kommunikationskampagne, wählen die aus für dezidierte Funktionen bei uns in der IT. Und da haben wir den Unterschied gemacht, dass wir ja eben nicht auf Vorrat ausgebildet haben und gesagt haben, ja, mach mal ein Jahr eine Weiterbildung und dann sehen wir weiter, sondern wir haben mit der IT zusammen Zielfunktionen identifiziert, für die wir Mitarbeiter ausgewählt haben, die halt so ein verstecktes IT-Talent haben und die jetzt über einen einjährigen Prozess komplett in die Aufgabe reinwachsen. Und das war schon auch für uns alle eine echte Erkenntnis zu sehen, wie viele Mitarbeiter nebenberuflich so einen lang gehegten Traum haben, irgendwann mal irgendwas in der IT zu machen, teilweise nebenberuflich Java-Developer-Ausbildungen schon gemacht haben, ohne dass wir als Arbeitgeber davon wissen, teilweise wo sie es nur privat einbringen. Und ich persönlich bin einfach überzeugt, dass das ein Potenzial ist, was wir als Arbeitgeber vielfach noch nicht entdeckt haben, weil wir viel zu sehr darauf gucken, was macht der Mitarbeiter heute und was sind sozusagen mögliche weitere Aufgaben, die aber irgendwie ähnlich sind. Und da entwickeln wir hin und wir sind nicht mutig genug zu sagen, was wollen eigentlich unsere Leute und was können die und wie können wir sie begleiten. Und das ergibt ein ganz anderes Drehmoment in dieser berühmten Workforce Transformation, die es für die Digitalisierung braucht. Die Leute sind da, man muss ihnen nur die Möglichkeit geben. Ja. Ist es auch eine Erfahrung, die ihr macht, dass in den Unternehmen viel, viel mehr da ist? Absolut, absolut. Und was auch interessant ist, was du sagtest, sozusagen aus der heutigen Position raus zu qualifizieren,
Wenn man mal überlegt, wie ging eigentlich Personalentwicklung früher, war das ja sehr stark, da gibt es jemanden und der hat eine bestimmte Position, da gibt es ein Positionsprofil, das ändert sich auch ewig nicht und dann ist klar, wenn er das gemacht hat 3 Jahre, dann wird er auch aufgrund vom Tarifvertrag hochgespült oder was auch immer und diese Orientierung war extrem vertikal, ging aber immer um Positionen. Dann kam eine Zeit, da war man mutiger, da hat man gesagt, auch ein Sidestep ist in Ordnung. Ja? Wir ermuntern die Menschen, auch einen Sidestep zu machen. Da hat man aber auch immer sehr stark wieder Positionen im Kopf. Das ist aber ein Modell, das ist, glaube ich, jetzt schon überholt oder sollte in vielen Unternehmen besser überholt sein. Denn wir denken, lernen in Rollen oder in Aufgaben. Und eine Rolle verstanden als Kumulation von Aufgaben für eine gewisse Zeit. So ein bisschen im Sinne von Agile Heads oder so, ja. Wo du sagst, du kannst gucken, wo steht der Einzelne, dem bei dieser Standortbestimmung helfen, um dann gemeinschaftlich zu schauen, was braucht das Unternehmen und wie geht man gemeinschaftlich in diese Richtung. Mhm. Aber diese alten, mich hat neulich jemand nachgefragt nach Fachkarriere. So, und bei diesem Wort Karriere, da denke ich direkt an so einen Schornstein und dann denke ich an Silos und dann denke ich wohl, es gibt viel zu tun. Ja. Ich würde den Fokus gerne noch mal ein bisschen aufziehen. Gerade wenn du auf deine Arbeit schaust, Katrin, was sind denn gerade Trends oder Moden im Bereich Corporate Learning? Kannst du da Sachen identifizieren? Also als Trend oder Mode, das finde ich, hört sich so ein bisschen kritisch an. Ich als sehr, sehr positiv empfinde ich, dass Lernen jetzt nachhaltiger und ganzheitlicher gedacht wird, dass eben immer mehr dazu kommen, zu sagen, wir können nicht jemanden ausbilden, nur indem wir den auf ein Training schicken, weil Lernen auf Vorrat funktioniert ja auch gar nicht, sondern dass man eben diese verschiedenen Formate miteinander verbindet. Und dass man auch, was ich gerade schon sagte, Lernen sexy macht, das muss man dann überlegen, was ist für den Einzelnen sexy. Da sind Dinge wie Augmented und Virtual Reality sicherlich, wenn es cool ist, ne, dann ist es sicher spannend, wenn es Lernformate sind, die es schnell ermöglichen, da Zugriff zu erhalten, was auch immer häufig gut funktioniert, aber immer nur für bestimmte Lernsituationen denkbar ist, wenn es einen gamifizierten Anteil hat, weil es dann einfach neben dem Lernspaß, den manch einer ja erst sich erschließen muss, dann auch noch Spaß macht und dann eben diese zu versuchen, so eine Lernexperience, also User Experience zu schaffen, die den Namen auch wirklich verdient hat. Ne? Also eine Experience, eine Lernreise, wo der Einzelne auch selber in den Driver Seat gehen kann, also wo der selbstbestimmt lernen kann, sich viele Leute sind einfach wirklich mündig, aber die dürfen in Unternehmen nicht mündig sein, die sich dann aber die im Grunde genommen am besten selber wissen, was sie sich ziehen müssen in dem Moment, beziehungsweise was sie sich ziehen müssen oder welche Aufgaben sie sich auch ziehen müssen, um zu wachsen. Roman, an dich die Frage, auch aus deiner aus deinem Forschungshintergrund, was sind denn die Themen, die gerade besonders gefragt sind bei euch? Natürlich sind es die harten Themen, die in aller Munde sind, von künstlicher Intelligenz über Cyber Security, Industrie 4.0, ja, auch wie Augmented Reality, VR technisch auch machbar ist. Aber die Digitalisierung ist per se jetzt kein Wert, sondern was ich daraus mache. Und vielleicht ist das ein Punkt, den ich ergänzend in die Runde werfen würde, zu sagen, der Erfolg, den ich habe, ich kann meine Aufgabe besser lösen, ich bin damit, ich sehe, dass ich meine Firma voranbringe, mein Team voranbringe, mich selber voranbringe, dass ich Freude am Lernen eben habe. Und deswegen war auch unsere Überraschung, dass viele Firmen gesagt haben, neben diesen Hardcore-Themen brauchen wir in Anführungsstrichen softe Themen. Ne? Denn dann geht es erst, ich muss sie mitnehmen. Ich würde dieses Hard-Soft auch gar nicht wirklich ernsthaft, denn agil sein ist auch ziemlich hart. einfach, was auch vorher die Runde war, einfach das Aushalten, ne? Diesen Kontrollverlust, diesen Widerspruch. Ne? Es ist ja schön einfach als Chef, ich sage was und es macht vielleicht jemand. Ne? Aber plötzlich gesagt zu bekommen, lass mich mal das Meeting moderieren. Ne? Und ich dann auch, ja, ne, machen wir jetzt in Zukunft so. Das war bei uns eine Kleinigkeit vor ein paar Jahren. Ne? Und ich habe auch erst gebraucht, bis ich das begriffen habe, dass diese Kleinigkeit wichtig war. Ne? Das heißt, diese Kombination aus
eben eine Umgebung zu schaffen, solche Dinge sich zu erarbeiten. Und dann, ja, ich hatte den Fall, den du gerade erwähnt hast, eben eine Mitarbeiterin, die dann über Coursera sich einfach Lust hatte, Java beizubringen, auf Basis, dass sie für ihren Freundeskreis eine Sharing von Kochrezepten gemacht hat. Okay, das hätte es tausendmal schon gegeben, ne? Aber es war eben, ich habe es hingebracht. Ne? Und dann war man natürlich stolz, dass man überhaupt hier eine Interaktion hatte und man hat hinterher gemeinsam gekocht. Das heißt, dann blieb es natürlich irgendwie ganz anders haften. Und vielleicht, das ist ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, dass ich mir Java aneigne, um nachher Spaß beim Kochen zu haben. Aber ich glaube, man kann da folgen, dass ich sage, ich habe einen zufriedenen Kunden, weil wir eben jetzt anders beraten haben als vorher. Ich habe eine bessere Work-Life-Balance, weil ich eben erlaubt habe, als Organisation, dass ich eben meine Arbeitszeit anders strukturiere und so weiter und so fort. Corinna, was ist denn gerade in diesem, wenn ich mir diese Lernprozesse anschaue, wie ist denn die Rolle von HR und wie verändert sich die Rolle von HR in diesen Lernprozessen auch gerade? Also das, was ich bei uns erlebe, ist, dass Lernprozesse bei uns sehr viel strategischer werden und wir sehr viel stärker darauf achten, dass das, was wir anbieten oder sagen wir mal zum Laufen bringen, auf die Strategie einzahlt. Ja, also wir haben zum Beispiel mit dem Personalbereich die agile Transformation begleitet, einmal klassisch als Personalabteilung mit den Betriebsräten verhandelt, die Umstrukturierung gemacht, aber auch agile Lernformate bereitgestellt, damit jeder, der in eine Rolle als Circle Lead, Chapter Lead, Product Owner, wie auch immer schlüpfte, dann just in time genau ein Onboarding erfuhr, um die Rolle zu übernehmen. Heißt auch, dass wir sehr viel schneller geworden sind. Und für uns als Personalabteilung war es essentiell, dass wir selber uns in Form von Squads aufgestellt haben und dass wir selber agil arbeiten. Weil sonst, glaube ich, weiß man nicht, wovon man redet. Ja. Man muss das selber erleben, was das mit einem Team macht. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir uns nicht selber in Squads organisiert hätten, niemals in der Geschwindigkeit und in der Qualität diese Transformation hätten unterstützen können. Das war essentiell. Und wenn du hast ja den ganzen Prozess begleitet über die Monate. Was ist dein persönliches Learning oder deine persönliche Erkenntnis, die du daraus mitgenommen hast? Es braucht viel Klarheit am Anfang. Also was meinen wir mit Agilität und was wollen wir erreichen als Unternehmen, aber auch in der kleinen Einheit? Es braucht auch Geduld, also auch dem Team Raum zu geben. Und es ist schon so, also das weiß ich ja auch noch am Anfang, als ich mit meinem Team angefangen habe, das hat schon kräftig geknirscht im Gebälk, als wir angefangen haben. Aber dann auch dem Impuls zu widerstehen, wenn Teamkollegen kommen und sagen, das läuft nicht, hast du nicht mal eine Antwort oder so, dann zu widerstehen und zu sagen, nein, das gehört zum Prozess und das gilt es jetzt auszuhalten und gemeinsam zu lösen. Das genau ist ja eigentlich die Teamaufgabe. Ich glaube, das sind wesentliche Dinge und ich würde auch jedem empfehlen, der sich in so einen Prozess reinbegibt, sich professionell irgendwie Leute zu suchen, die das unterstützen, die einfach Ahnung davon haben, wie funktioniert Kanban, wie funktioniert Scrum, wie funktioniert eine Portfolio-Wall, weil sonst hat man neben dem ohnehin stattfindenden Teamentwicklungsprozess noch eine Diskussion um Methoden und die braucht man echt nicht. Das stört nur. Das würde ich jedem raten. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss, weil wir sind jetzt, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu und ich würde gerne zum Schluss nochmal so eine Abschlussrunde an euch drei machen, tatsächlich mit der Frage, wo geht's hin? Ja, also wie werden wir in Zukunft in den Unternehmen lernen, einfach in die Zukunft extrapoliert von dem, was wir heute sehen? Vielleicht magst du anfangen, Katrin. Also ich glaube, wir müssen insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung begreifen, dass es nicht nur um digitale Kompetenzen geht, also um die Fachkompetenzen, sondern dass wir uns darum kümmern müssen, wie die Menschen zusammenarbeiten mit digitalen Tools. Bestes Beispiel Microsoft Office 365 Teams. Da haben wir dann eben mit Kunden zusammen nicht nur eine Begleitung der Software gemacht, sondern wir sind vielmehr dafür da zu sagen, wie können wir den Collaboration-Aspekt begleiten. Ne? Und ich glaube, solche Überlegungen, wie sich eben was ganzheitlich verändern muss, also nicht nur die Software, sondern eben auch, wie sich die Menschen und die Zusammenarbeit oder sogar, wie bei euch, die Organisation ändern muss, das ist ganz wichtig.
Dankeschön. Roman. Wir werden öfter lernen. Du hast vorhin gesagt, wir reden nicht über Schule. Und Schule war oft bei uns der Gedanke, jetzt ist endlich vorbei mit dem Lernen. Genau das Gegenteil passiert. Wir werden bis kurz vorm Grab lernen. Wir werden uns auch damit beschäftigen. Klingt jetzt hart, aber wir werden viel internationaler lernen. Wir werden, ja, vollkommen richtig. Aber ich meine, jetzt mit dem Grabbeispiel, das wollte ich nicht so vertiefen. Aber das heißt, wir sollen Freude daran haben, dass wir unsere geistige Agilität immer wieder eine Kleinigkeit neu zu entdecken, das macht das Leben nämlich abwechslungsreich. Wir werden in kleineren Portionen lernen, wir werden internationaler lernen. Das heißt, ich lerne eben auch die interkulturellen Unterschiede, die ich in großen Firmen, aber auch in mittleren Firmen eben habe. Und in meiner Abteilung, ich habe, glaube ich, Leute aus 7 Nationen bei 15 Leuten. Und die bringen so viel Unterschiedliches rein. Und dieser Reichtum, das ist, wo ich mich darüber freue, dass wir das heute auch tun können und dürfen. Dankeschön. Corinna. Ich glaube, zwei Aspekte neben dem, was meine beiden Vorredner schon gesagt haben, halte ich es für ganz wichtig, für zielgerichteter, um wirklich zu schauen, welche Berufsbilder entstehen, welche Chancen entstehen im Unternehmen und wie können wir Menschen daran unterstützen, den Weg dahin einzuschlagen. Und das Zweite, was ich für ganz wichtig halte, ist differenziert das Lernangebot zu gestalten und hinzugucken und zu sagen, was muss derjenige lernen oder will er lernen und wie geht das am besten. Mhm. Digitales Lernen, haben wir eben viel rausgearbeitet, hat auch viel mit persönlichen Kompetenzen zu tun. Und ich persönlich glaube, man kann das nicht alles durch E-Learning und YouTube etc. lernen, sondern an manchen Ecken braucht es nochmal wirklich fundierte Arbeit an der Persönlichkeit. Und da genau hinzugucken und dann zu sagen, was braucht es, das halte ich für ganz wichtig. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen von euch. Gibt es irgendjemanden, der sagt, ich habe noch eine Frage zum Beispiel an die drei oder noch eine Ergänzung oder noch irgendetwas? Sonst sind wir auch noch ein bisschen da. Ne? Wie bitte? Wir sind auch noch da am Tag. Genau, also ihr könnt auch uns natürlich ansprechen. Informell, genau. Social Learning. Social Learning. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Habt ihr noch Ergänzungen? Gut, dann würde ich sagen, ergreift eure Gelegenheit gern danach. Ich danke euch dreien. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich fand es sehr spannend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.